Okay, Leute, es geht weiter. Oh, erstmal raufklicken hier. Okay, ach ja. Ich habe die Mission mit den Schattenbäumen gemacht. Ich habe dafür von ihm einen Leuchtsplitter bekommen. Nichts Besonderes. Wenn ihr es sehen wollt, zeige ich euch das kurz. Ich habe noch eine Stufe. Okay. Ja. Ein Leuchtsplitter dazu bekommen. Ach man. Okay, die Stufe mache ich da kurz mal rein, wenn ich die schon habe. Stufe 10. Gut, gut. Und ja, was kann man noch machen? Also die Mission mit Schattenborn habe ich erledigt. Okay, besiege den Schwanzwedler. Mir fehlt da ein Schatz. Mir fehlt da ein Schatz. Ach, muss ich normal machen? Nee. Ich glaube, ich werde einen extra Part machen, wo ich die ganzen Schätze hole, wo ich die alle vergessen habe. In Twilight Town ist ein Schwanzwedler aufgetaucht. Finde und besiege ihn. Nimm dich vor Giftpflanzennacht. Leuchtsplitter, Pyrosplitter. Ja, okay. Muss ich das alleine machen? Ja, oder? Bisher muss ich alles alleine machen. Ich glaube, ich weiß auch, wo der Okay, bring dich rum. Ey! Noch einer, der sich gerne umbringt. Und tickst du jetzt auch aus und bringst dich auch um? Komm, bring dich eher um, damit dein Leben keinen Sinn mehr hat. Es hat sowieso keinen Sinn. Wie viele Schätze gibt es hier? Zwei. Hier ist... Ach ja, beim Schattenborn. Hier ist die letzte Schatztruhe. Nur kurz zu anmerken. Okay. Da ist keine Schatztruhe. Aber es sind Gegner. Ich töte die trotzdem wegen den Herzen. Wegen der Organisation. Die wollen ja, dass ich gut damit arbeite. Das werde ich dann auch machen. So. Okay, kurz gucken. Kamera. Das ist das hier. Okay. Ich spiele ja mit der Tastatur und ich muss echt mit der Steuerung hier klarkommen. Okay. Fick dich. Komm nochmal. Hä, das klappt nicht? Zu groß für dich, oder was? Und komm. Komm nochmal. Komm, den schaffst du noch. Hier. Verdammt. Ich stelle mich ein bisschen dämlich an. Ich hoffe, die Gegner, die davor gestorben sind, sind tot. Okay. Ach, leck mich hier. So. Feuer. Brenne schön, du Schlampe. So und so getötet. Und ich bin auch blind. War der Schwanz. Ach, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wie er aussieht. Oh nein. Der wartet auf uns da vorne. Ach, das war so ein Riesenmonster. Ah. Dicker Händler steht ja auch oben. Okay, da könnt ihr nicht, sowieso nicht lesen, aber bei den dicken Händler kann man was bekommen, weiß ich gar nicht. Dicker Händler, wo bist du? Ach, der ist schon abgehauen. Ein Äther, aber... Warte mal, ein Äther. Benutzen. Okay, jetzt kommt der Gegner. Da ist er ja. Der Schwanzwedler. Hier habe ich ihn früher gesehen, glaube ich, mit Limitbrecher, ja? Ja, raste aus, Bitch. Okay. Kommst runter? Ist klar. Okay.
Also wie ihr seht, der Limit Crusher ist sehr effektiv. Glück auf, dass er mich sofort angegriffen hat. Okay. Rückkehr ist erlaubt, aber ich werde erstmal alles finden. Alle Schatztruhen. Das muss ich jetzt später nochmal machen und darauf habe ich keinen Bock. Und Herzen sammeln schadet ihr auch nicht. Kann ich mehr bei Mogi kaufen. Und so. Okay. Ach, die Musik hier in Toiletton, die macht echt. Das macht mich echt müde. Also, im guten Sinn. Also, das erinnert mich an die guten alten Zeiten so. Aber das mag ich an Kingdom Hearts. Und bei diesem Spiel kommen echt Erinnerungen hoch an vergangener Zeit. Weil man genießt es einfach. Man genießt einfach die Atmosphäre in diesem Spiel. Man genießt es. Okay. Kommen hier auch Gegner? Anscheinend nicht. Okay. Okay, wo ist dann die letzte Truhe? Nicht bei euch, das weiß ich. Weil ich habe ihn echt schnell fertig bekommen, den Schwanzwedler. Ach, bring dich irgendwo sonst irgendwo, Mann. Okay, da ist er nicht. Die Truhe, warte. Okay. So. Hallo, wo ist die letzte Truhe? Sag jetzt nicht, die ist. Wo ist die dann? Hallo? Ach, da ist die. Verdammt, Mann. Bin ich jetzt extra diesen Weg da? Bin ich also extra jetzt diesen Weg gegangen, oder wie? Na gut, ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt kommen keine Gegner, hoffe ich jetzt mal. Ich habe keinen Bock auf diese Riesenblumen. Ich nicht. Okay, ganz chilliger Weg nach oben. Ja, weiter, weiter, weiter. Und das war's. Mit dieser Mission. Ich habe mal nichts mehr zu tun gehabt. Lufttag habe ich bekommen. Ein Material zum Schmieden einer Tafel, die Schwung verleiht. Aha! Ich weiß noch, dass ich das früher nie benutzt habe. Okay, wartet kurz. Okay, weiter geht's. Okay, jetzt kommt eigentlich nur die andere Mission, aber sehen wir mal beim Kupo hier nach, also beim Mogri. Zeige Gruß, Kupo, wirf einen Blick auf meine Ware. Kupo? Kupo. Ja, okay, gibt's nichts Bestimmtes jetzt. Was kann ich da schmieden? Limit-Auflader. Wie Pyro-Splitter ich habe. Steigert Schwelle für Limitbrecher um 1. Damit kann ich länger den Limitbrecher machen. Vielleicht mache ich eins davon. Also ich brauche das Geld. Taler. 2000. Ja, ich behalte das mal. Vielleicht kann ich das auch. Ich brauche das Geld eher für was anderes. Ich weiß aber nicht mehr was. Okay. Besiege die Feuerpflanzen. 5 Shots tun. In Agrabah sind Feuerpflanzen aufgetaucht. Finden sie ja. Blocken lässt dir gegen gute Dienste. Nimm so viele Eismagie, wie du kannst. Ach so, Eismagie. Feuerpflanzen. Ich wollte sie mit Feuer angreifen. Ich und meine Logik hier. Ich und meine Logik. So. Und kann ja zusätzlich noch was rein tun. Nee. Egal, das reicht auch. Wir machen das jetzt. Ja. Belohnungen. Elixierrezept. Geht klar. Okay, jetzt beginnt es. Hörpflanzen. Sagst du was zu der Situation? Oder. Ja, sag was dazu. Wieder ein Sandsturm? Bist du sicher, Aladdin?
Leider ja, die Händler haben darüber geredet. Das ist furchtbar. Und das ist nur eine Sache, die mir Kopfschmerzen bereitet. Warum? Was denn noch? Die Herzlosen, sie tauchen überall in Agrabah auf. Herzlose? Ja, sie tauchen immer kurz vor einem Sandsturm auf. Ich dachte, das wäre beim letzten Sturm nur ein Zufall gewesen, aber... Oh nein, hoffentlich ist das kein böses Omen. Echt geil, dass sie barfuß hier rumlaufen. Wenn man es kann. Siege 7, Feuerpflanzen. Kann ich auch mehr machen? Ja, ich kann auch mehr machen. Da ist schon eine. Ich glaube, das werde ich jetzt mal kurz... Ich glaube, die Eismagie werde ich mal behalten. Es gibt ein paar Gegner, die kann man nicht sofort hier finden. Also Feuerpflanzen meine ich eher. Wenn du zielst, dann triff auf. So und so. Und wo bist du? Ach, da bist du. Feuerschwarzer oder irgendwie feuerroter Tanker oder Tango, wie das Monster heißt. Keine Ahnung. Wir haben schon zwei erledigt. Es fehlen noch fünf. Ja, da ist er. Und da oben ist eine Schatztruhe. du kleine Bitch. So. Die Eismagie spare ich mir auf, weil es gibt noch eine Sorte von Gegner. Achso, die Feuerpflanze ist da oben. Für so ein ekliges Monster, triffst du mich? Haha. Und weg mit dir. Die Truhe will ich mir erstmal. Ist klar, dass du mich so treffen kannst. Ich stelle mich auch ein bisschen dämlicher an. So, hab ich dann. Ich glaube, ich weiß noch, wo eine war. Ich glaube, da drin, oder? Verdammt. Ein. Okay, war hier noch eine? Hier war doch eine, oder nicht? Da bilde ich mir das wieder mal ein. Einbildung ist auch eine Tugend. Oder eine Bildung, wenn ich. Ich glaube, da war eine. Da war doch eine, oder nicht? Warte, wo waren die? Achso, jetzt kommt die Feuerpflanze mit einem komischen Typen da. Der ist jetzt in Schutz. Also man muss jetzt diesen Typen da umbringen, bevor man die Feuerpflanze angreifen kann. Ja, sprich. Erstmal diesen Typen hier umbringen. Der ist die größte Gefahr, eher gesagt. Hallo? Hau nicht ganz ab, Mann. Dein Limit brechen hier. Wo hast du dich jetzt versteckt? Potion. Mann, ich muss erst... Ich sehe nichts. Ich will erstmal den hier töten. Habe ich weniger Probleme. Ist klar, dass es mich jetzt trifft. Logik, Mann. Ja, geh schneller hoch. Ist der Feuerball hochgeklettert? Ihr wollt mich jetzt komplett verarschen. Aber der Typ ist weg, deswegen haben wir jetzt weniger Probleme. So. Ey, das sah echt aus, ob die Feuerkugel irgendwie... Ja, kletter hier.
auf mich irgendwie, irgendwie mich verfolgt hat oder so. Ah, da ist die dritte. Du eklige verdammte Okay, da haben wir Frau. Ja, schön. Hey, komm zurück, Abu. Abu? Abu, Abu. Abu, Abu. Abu hieß der kleine Affe, oder? Ja, da ist er ja. Ich hab dir doch gesagt, du darfst nicht einfach Sachen vom Markt nehmen. Böse Affe. Ich raste aus. Kein Ausflüchte, du wolltest nicht mehr stehlen. Komm jetzt, wir geben das zurück. Der tanzt gerne. Hm, da hat man auch keinen Sora unten gesehen. Wieso? Okay. Dolchsplitter. So. Und so. Wie schon gesagt, die Magie werde ich mir behalten, weil es kommt gleich. Man kann ja, wie ihr seht, noch mehr machen. Ich werde jetzt versuchen, das jetzt komplett zu bekommen. Rückkehr ist erlaubt, aber nee. Ich werde noch nicht zurückgehen. Bevor ich nicht alles hier umgebracht habe. Okay. Hier kommen jetzt auch neue Gegner. Hallo? Kommen hier keine Feuerpflanzen mehr? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war da noch eine. Okay, ich erinnere mich irgendwie falsch daran. Wo sind noch Feuerpflanzen? Verdammte Scheiße nochmal. Kommen die jetzt gar nicht mehr, oder was? Ey, da unten steht doch, dass da irgendwas ist. Hä? Oder muss ich erst mit einer späteren Fähigkeit hierher kommen? Ich glaube schon. Dann muss ich die Mission später nochmal machen. Werde ich dann auch machen, kein Problem. Ich muss sowieso hier zurück in der Truhe. Mal zwei. Die Waffe verleiht deine Magie größere Stärke. Okay. Tag. 71. Wiedervereinigung. Wiedervereinigung? Was soll das denn heißen? Wieder der Schillergang. Hehe. Da kommt ein Miesepeter. Warum das lange Gesicht? Ach, nichts, okay. Du musst zugeben, das Schloss ist viel stiller geworden. Halb so laut. Aber ich könnte mich an eine kleinere Gruppe gewöhnen. Wie sieht's mit dir aus? Siehst du doch, er hat gar keinen Bock drauf. Ach, Demix. Hey! Boxers, Mann, hast du schon gehört? Es ist offiziell. Das gesamte Schloss des Fallen Steam ist hin. Ja, danke schön, das würde ich ja gerne hören. Oh. Alle? Alle, stimmt's. Sigi? Puh, da habe ich es gerade nochmal geschafft. Du Glückspilz. Hey, jetzt musst du Überstunden einlegen, damit keine Arbeit liegen bleibt. Oh, das hast du davon. Alles klar, erinnere mich daran, von jetzt ab nur halb so hart. Zu arbeiten. Wenn du ganz deine Herausforderung versuchen, finde Qualabzeichen, um sie zu erhalten. Wenn du die jeweilige Mission erhalten hast, erscheinen auch Remole-Missionen. Es gibt besondere Beeinschränkungen. Ja, okay. Neuer Eintrag im Haus des Tagebuch. Und Sigi, was hast du zu sagen, Sigi? Und schwer am Schuften, Kleiner? Deine Aufgaben sind bestimmt schwerer als du. Was wiegst du? 50 Kilo? Hier, nimm, dass du mich umtriffst. Eisen? Nein, High Potion. Roxas wiegt 50 Kilo, okay. Und Demix? Alle sind unterwegs. Die zusätzliche Arbeit belastet alle. Okay. Mogri, was hast du zu geben? Hab gehört, sie lassen dich jetzt Herausforderungen annehmen, Kupo. Spare dir dein Siegel und ich belohne dich mit Boni, Kupo. So nett bin ich, Kupo. Wie lange gibt es Boni? Wollt ihr die Siegel, Kronen, um kostenlose Dinge zu erhalten? Also im Mission-Modus kann man bestimmte Kronen ein... das wollte ich nicht. Eintauschen. Hier gibt es, was man machen kann, mit man Kronen sammelt. Ich glaube, das werde ich auch noch machen. Weil es ist geil. Man kann bestimmte Sachen gewinnen. Aber sie haben ja bestimmte Einschränkungen, wie man weiß. Aber erstmal zuletzt noch das Tagebuch lesen. Danach beende ich den Part auch wieder mal.
Ich sitze im Uhrenturm, aber niemand kommt, weder Axel noch Gian. Der Kloß in meinem Hals geht einfach nicht weg. Mir macht noch etwas andere Sorgen. Hört sich vielleicht verrückt an. Gut, dass das hier niemand anderes liest. Aber ich habe da diese Bilder im Kopf. Nicht immer, nur manchmal. Seit meinem Zusammenbruch. Es passiert auch, wenn ich auch wach bin, auf Mission. Es kann also kein Traum sein. Wo kommen diese Bilder her? Von wo kommen diese Bilder her? Das erfahren wir im nächsten Part. Vielleicht.